Oh mein Gott, wir haben eine Spielzeit von 13 Stunden und 13 Minuten. Die Organisation 13 verfolgt uns echt auf Schritt und Tritt, aber willkommen trotzdem wieder zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix auf der Weltenkarte. Denn jetzt steht uns hier Schloss Disney als neue Welt offen. Wer hätte das gedacht? Wir haben ja im letzten Part die Hydra besiegt. Und dann gab es so eine Cutscene mit Malefiz und dann auch noch mit Königin Minnie. Also irgendetwas scheint im Schloss Disney vorgefallen zu sein und deswegen müssen wir hier ganz rasch hin. Also bitte landen. This is your castle. Must be nice to be home, huh? Well? You know, something just don't feel quite right. Why? You're back! Move it! Let's go! Queen Minnie needs to see you! The castle's in danger! Hurry, to the library! So, der Gummihanger. Ich finde das so toll, dass wir jetzt mal direkt im Schloss Disney sind. Das gab's nämlich als Welt so gesehen nicht im ersten Teil. Ah, diese bekannte Musik ja doch irgendwie richtig super. Ich finde es auch immer so putzig, wie Chip und Chap hier abgehen. Die sind immer voll so überdrehen, so, ja, schnell und los und da ist die Kacke am Dampf und so, muss dich beeilen und so. Ja, oh nein, das Schloss ist in Gefahr. Ihr müsst sofort zu Ihrer Majestät, sie ist in der Bibliothek. Okay, alles klar. Das ist der Gummijet-Hangar. Normalerweise herrscht hier großer Betrieb. Wenn ihr durch den Innenhof geht, führt euch das ins Schloss hinein. Gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob es hier auch Schatztruhen oder irgendwie sowas gibt. Ich würde hier jetzt jedenfalls keine sehen. Der Innenhof. Warum spielt es auf einmal so eine dramatische Musik? Was ist hier los? So, komme ich hier rauf? Nein, komme ich nicht. Warum nicht? Ich will auch dieses Symbol haben, na gut. Aber hier gibt es wenigstens Schatztruhen einmal mit einem Pyropsplitter. So, dann die da hinten habe ich auch gesehen. Und, oh, na toll. Was machen denn die Herzlosen hier? Die haben hier ja gar nichts verloren. Was haben wir hier? Mittelsplitter. So, das bekomme ich doch hoffentlich. Und hepp. Ja, ein Zwiespaltteil. Was sind das denn für komische neue Herzlose? Ja, Pyropsplitter. So. Naja, neue Welt, neue Herzlose. So lautet wohl das Motto. Und da oben ist ja noch eine Truhe. Die kriege ich aber anscheinend nach auch noch nicht. Na doch, ah, doch von hier. Blöde Schattenlurke. Ja, der Donut rastet schon wieder komplett aus. Hier, ja, I get it, oder was auch immer er da von sich gibt. So, hier haben wir auch noch was. Da auch. So viele Zugen. So, ein Mütteltropfen. Aua. Ah, sehr Mistviecher. Schade, dass die Schattenlurke nur 7 Erfahrungspunkte geben. Das ist ja nicht so viel. Aber besser die paar wenigen als gar keine. So, da haben wir noch was. Dort hinten auch. So, Pyroptropfen. So. Haben wir jetzt mal wieder Ruhe, oder? Ja. So, du bist ja ganz vergessen, wir haben ja zuletzt auch noch ein neues Schlüsselschwert bekommen, natürlich. Sollte ich das mal besser ausrüsten. Und zwar, statt dem verborgenen Drachen haben wir jetzt hier das Heldenwappen. Erhöht den Schaden, den ein Combo-Abschlussangriff verursacht, proportional zur Anzahl der Schläge einer Luftkombo. Also,
dadurch, dass es auch einen höheren Angriffswert hat und es auch cool aussieht, gebe ich ihm das jetzt mal. So. Und Truhe, das ist jetzt hier nur ein Pyroptropfen. Ein kristalliner Tropfen gefüllt mit feuerentgängiges Material. Ansonsten, ja, das andere, das kennen wir alles schon. So, Einstellungen. Sora. Ah ja, und wir haben auch noch das Blitzelement bekommen. Lässt Blitz auf das Ziel einschlagen, über das Kommando Magie anwählbar. Das eben auch. So, ein Chimines Tagebuch. Charaktere. Okay, gut, bei denen steht jetzt überall was Neues. Wenn wir hier mal Chip aus Private Pluto 1943. Was, so lange gibt es die echt schon? Wow, auch krass. Einer der Chefmechaniker des Königreichs. Er hilft bei der Wartung des Gummitschets, das überall hinfliegen kann. Chip ist gewissenhaft und zieht seine Pläne durch. Chip sieht fast genauso aus wie sein Freund Chap, aber man kann in der Farbe ihrer Nasen und der Form ihrer Vorderzähne voneinander unterscheiden. Genau, weil Chap hat ja hier eine rote Nase. Einer der Chefmechaniker des Königreichs, der hilft bei der Erwartung des Gummitschets, damit er überall hinfliegen kann. Chap ist recht impulsiv, arbeitet aber stetig und gewissenhaft, wenn etwas wichtig ist. Ja, sieht genauso aus wie Chip. Also beinahe jedenfalls. Okay, gut, der Rest, das können wir uns alles später angucken. Das ist nicht so wichtig, das hält uns nur nötig auf. So, hier waren auch jetzt noch Schatztruhen und oh, noch mehr von diesen Missgeburten. Wie kann man nur so hässlich sein? Auch noch diese blöden Klappersoldaten. Was? So, ich will da hier drüben hin. So, hier. Was haben wir hier? Aha, Missilesplitter. Gibt's den Donald. Okay, hier geht's schon mal in einen neuen Bereich. Und was sind das für komische Zahlen? Erinnert mich irgendwie an so einen Zauber von wegen von früher. Ah, Level 19 für Sora, Abwehrkraft und Maximum AP haben sich erhöht. Jawohl. Zyklon. Und einen Finstersplitter bekommen. Ah, so ein Level-Up ist doch immer was Feines. So, Moment, hier in der Mitte, hier kann ich jetzt nochmal rauf. Genau, weil, was haben wir hier drin? Eine Sternenformel! Geil! Endlich mal wieder eine neue Formel gefunden. Sagt sich nur wozu, also wofür? So, Moment, hier hinten. Ja, die habe ich auch noch nicht geöffnet. Alter, das sind ja überall diese komischen Viecher. Die sehen vor allem aus, als hätten die so ein... wie so ein Eierkopf. Und hier haben wir noch ein Abilitamin. Das ist immer gut. Aua, Mann, jetzt hör doch mal auf. Ah. So, und noch ein Finstersplitter. Jetzt ist aber echt mal Schicht im Schacht. Jetzt ist mal genug. Schätze ich mal. So, Momentchen. Items. Truhe. Sternenformel. Eine Herstellungsformel aus alter Zeit, geschrieben in einer Sprache, die nicht nur die Moris verstehen. Naja, da müsste ich erstmal wieder zu einem hinkommen. Okay, Abilities. Sora. Aha, der hat jetzt wieder... Der hat jetzt 4 AP frei? Da könnte ich ihm ja den Aufwärtsschlitzer mal geben. Oder doch lieber den Ausweichkonter. Löst bei Angriff einen Gegner von daneben, finde ich Gegner aus, während ein Reflekt ausgeführt wird. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich gebe ihm doch erstmal den Aufwärtsschlitzer. Drücke die Quadrattaste, um einen Gegner während einer Gruppe hoch in die Luft zu befördern. Bitteschön. Wird schon passen. So, komischerweise, dieses eine Symbol, das muss ich doch trotzdem noch irgendwie kriegen. Bin ich jetzt von hier? Nee, nicht von hier, aber Moment. Oder ist das nicht so ge... Nee, ich kann ja hier gar nicht vorbeispringen. Ah, doch. Moment. Ah, ha, ein Herzteil, na also. So, kriege ich das da oben jetzt auch oder kriege ich das nicht? Nee. Oder doch. Halt, nein! Halt! Bin ja schon wieder fast runtergefallen. Und noch ein Herzteil, na also, geht doch. So, jetzt müssen wir endlich mal hier weiter. Wo war denn hier die Tür? Die war doch hier hinten irgendwo. Oder? Irgendwo hier war eine Tür. Ne, ich glaube hier hinten. Ja, hier geht's lang. Schneller. Wir müssen zur Königin Mini. So, der Wandelgang. Okay, voller Schattenbuche. Ey, Moment, da ist ja schon wieder so ein Teil, aber... Na gut, kriege ich ja scheinbar eh noch nicht. Ist zu hoch oben.
Aua, Mann, jetzt hör doch mal auf. Geh mir echt auf den Nerven, diese blöden Schatten durch. Und da geben die auch nur so wenig Erfahrungspunkte. Wir haben noch über 1600 fürs nächste Level ab. Das ist ja... Das ist schon wieder ewig. So, aber Level 20 für Goofy. Maximum AP haben sich auch bei ihm erhöht. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Dann setzen wir es dann mal hier. Ja, da kommen immer mehr. So, aber jetzt ist mal Ruhe hier. Nee, doch nicht. Da kommt. Ja, da kommen immer noch welche. Ah, ich wollte doch nur kurz gucken, ob ich Goofy irgendwas geben kann. So Abilities und so. Ach, wir gehen einfach mal weiter. Alter, wie lange ist denn der Gang hier? So, ich glaube jetzt, ja, jetzt ist es möglich. So, Abilities, Goofy? Ach schade, der bräuchte noch wesentlich mehr für die Hyperheilung. Na dann, lassen wir das mal lieber. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Warum kommen hier so viele Schatten durch, Kann ich die nicht einfach ignorieren? Die geben eh so wenig. Verdächtige Tür, was ist das hier? Und jetzt sag bloß, ich muss dich hier alle besiegen, dass das da verschwindet. Bibliothek! Königin Minnie! Wir sind hier! Aber erstmal alles auffüllen. So. Gut, gibt's hier sonst noch was, was ich übersehen könnte? Nee, aber haha, Moment doch, natürlich. Lass mich raten, ist sicher die Karte, oder? In der Tat. Ah nee, Blödsinn, ist eine verlorene Seite. Herausgerissen seit aus meinem Buch. Versuch sie wieder in das Buch einzufügen. Geil! Ich dachte schon, das ist die Karte, nö, und, aha, ist das selber der König? Ich würde mal eher sagen, Vorfahre vom König, genauso wie da oben. Vielleicht ein Vorfahre des Königs, das sag ich doch. So, erstmal, Shopping. Kaufen, was gibt's denn Neues? Göttliches Tuch, erhöht die Abwehrkraft merklich. Und dunkles Kettchen, erhöht die Dunkelresistenz und die Abwehrkraft merklich. Naja, besser wäre es, ich würde hier was herstellen, zur Itemherstellung. Ja, alle Materialien abgegeben. Für das Reichen sammelt sie das Finale-Elixier erhalten. Das ist ja das Beste vom Besten. Und alle in der Truhe angesammelten Formeln abgegeben. So, wozu ist das jetzt genau? Formelanalyse. Ach so, das wäre für ein Elixier. Okay, da fehlt mir aber leider ein Achat-Tropfen. Und warum steht da unten auch noch Lunastein und Energiestein? Brauche ich das jetzt auch noch extra oder wie jetzt? Naja, es geht jedenfalls sowieso nicht. Aber wie wäre es mit ein paar Potions? So 6 Stück. Dankeschön. Aber das andere, das... nee, möchte ich jetzt ehrlich gesagt lieber nicht. Möchte ich jetzt nicht kaufen. Es wird wieder schade um die Taler. Ich will lieber dann später wieder was schmieden. So, Königin Minnie, was ist denn jetzt hier los? Es sieht aus wie ein Brief an jemanden. Und das muss Pluto gehören. Ach ja, Pluto, wo steckt der eigentlich? Der ist ja nicht mal hier. Pluto, wo bist du? Your Majesty, Queen Minnie, we're back! You're here! Your Royal Highness, did you happen to summon us? Yes. Where's the king? Excuse them, this is our friend Sora. Sora! The king told me all about you in his letters. He said you're a very brave young man. So, do you know where he is? Your Majesty, what your Heartless doing in your castle? Oh my, so those are the Heartless. Don't worry, we'll take care of them. I know I can count on you, Sora.
Now there's something I'd like all of you to come and see. Would you please escort me to the audience chamber? What? I forgot to warn everyone else in the castle about the danger. We must be sure they're hidden somewhere safe. Okay, we'll go tell them. The old castle? We just gotta split up, Donald. I'll make sure that everyone knows what's going on. No, Sarah, you just get lost. Okay, then I'll stay with the Queen. Good. Alrighty then, see you later. The audience chamber, right, ma'am? Yes, Sora. Let's be on our way. Erhalten, Karte von Schloss Disney. Ach, jetzt bekomme ich die Karte, alles klar. So, Gefährten wurden ausgetauscht. Ja, mehr oder weniger bin ich jetzt ganz alleine. Toll. So, Items, Truhe, Finalelixier, stellt die HP und MP der Gruppe komplett wieder her, kann angelegt werden. Ja, und eine verlorene Seite. Aber das geht sowieso erst, wenn wir mal wieder in Hollow Bastion sind, also das muss noch warten. So, Jiminys Tagebuch, Charaktere, hier, Königin Minnie, Mickeys Überraschungsparty 1939, ist das verdammt lange her. Königin von Schloss Disney, sie regiert in Mickeys Abwesenheit. Auf ihre Bitte hin reise ich mit Donald und Goofy als königlicher Chronist durch die Welten. Königin Minnie ist sehr besorgt um den König, aber tief in ihrem Herzen weiß sie, dass alles wieder gut wird. Na, hoffentlich. So, ansonsten, Besen. Der Zauberlehrling 1940. König Mickey hat diese Besen verzaubert, sie in fleißige Arbeiter verwandelt, sie putzen und helfen bei der Wartung des Gummitschers und verrichten allerlei andere wichtige Arbeiten. Aber wenn das im echten Leben auch funktionieren würde. So, Sora. Sucht und so weiter. Königin Minis inniger Wunsch hat ihn nach Schloss Disney geführt. Das wird sicher bei den beiden jetzt auch stehen. Ja, einziger Wunsch ist es, den König wiederzufinden, gemeinsam auf Schloss Disney zurückzukehren. Dasselbe auch für Goofy, genau. Das ist richtig. So, Geschichte. Im Schloss hätte eigentlich alles friedlich sein sollen, stattdessen wird es von Hässlösen ran, bla 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 bla, okay. So, Schätze, okay. Ach, wir haben schon alles im Schloss Disney gefunden, na sehr gut, habe ich wenigstens nichts übersehen. So, Puzzleteile, okay. Karten, ja, diese hier. So, Sammlung, Charaktere, Arena des Olymps. Herkules, was steht da jetzt noch zweimal? Aha, ach so, da ist er ein bisschen ausgepowert. Legendärer Held mit göttlichen Superkräften ist die Hüter der Arena. Ich glaube, der Herkules hätte sie alle im Stich gelassen. Jetzt sieht er sich nicht mehr als Held, der mal war, und scheint sein Kampfgast zu lassen. Das ist nicht gerade positives Denken. Und die Hydra. Ein pottenhässliches Monster haben wir ja zuletzt erst besiegt. Schlägt man in einen Koffer, wachsen zwei neue nach. Das ist das Problem dabei. Ansonsten Herzlose, was sind das hier eigentlich? Bombenmolch. Ach, das sind diese Vier, das sind keine Eier, das sind Bomben. Wird er angegriffen, startet ein Countdown der Selbstzerstörung. Setze deine Ausweichrolle vor der Explosion, um in der Nähe befindliche Gegner in diese hineinzulocken. Willst du auf nur sicher gehen, pariere seine Vorstöße, damit er den Willen zum Kämpfen verliert. Die sehen echt eigenartig aus, naja, so wie alle anderen eigentlich auch. So, Puzzle-Modus, Motive, Herz. Ah ja, jetzt lässt sich hier schon ein bisschen näher kennen. So, warte mal, das auf jeden Fall so rum. Haben wir Mickey in seinem Ledermantel hier, so... Wie das zusammengehört, habe ich immer noch keine Ahnung. Hier immer noch Goofy und aha, Donald. Das gehört dann aber sicher irgendwie, keine Ahnung, gehört das hier hin? Ja, das macht, glaube ich, schon etwas mehr Sinn. Obwohl, nee, vom Himmel her, von den Wolken passt das nicht ganz zusammen. Aber dann vielleicht nach links. So. Ja. Ach, keine Ahnung, es fehlen ja noch zu viele Teile und Zwiespalt. Kann ich auch noch nicht wirklich sagen, was hier zusammengehört und was nicht zusammengehört. Das machen wir alles erstmal später. So, Moment, da war ja noch was. Aufgaben, was sind für Aufgaben? Übungsmodus, was ist ein Übungsmodus? Versuchen, stelle ich ein Duell, abwesende Soulette untersuchen und so weiter, bla 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 bla. Okay, und hier nochmal Geschichte. Ich möchte nur nicht, dass da schon wieder überall 999 steht. Das ist irgendwie doof. So. Ja, jetzt passt's. Jetzt können wir weitermachen. Okay. Ja, zum Audienzsaal geht es durch die große Tür im Wandelgang. Beeilen wir uns, Sora. Die große Tür? Aber da war doch so eine komische magische Barriere. Hoffentlich ist die jetzt weg. So, beschütze Minnie auf dem Weg in den Audienzsaal. Herbeirufen. Achso, ich kann sie selber... Okay. Hey, cool, die kann ich sogar zaubern. This way. This way. Yeah.
Let's go! Let's... Just one moment. As soon as the trouble started, I made sure to seal this room. Now then, shall we? Not here too! I got him. Beschütze Mini auf dem Weg zum Thron. Ach du Scheiße, wie viele sind das denn jetzt? Das sind ja verdammt viele. Ich schätze mal so 20, 30? Kann ich jetzt nicht genau zählen, aber die geben schöne Erfahrungspunkte. 62 pro besiegten Mistvieh, also diesen, was weiß ich, wie die jetzt heißen. So, lasst Mini in Ruhe, ihr Missgeburten. Verpisst euch. Nicht mit mir. Alter, es sind viel zu viele. Ich kann die ja gar nicht mal alle angreifen. Ansoritz, triff doch mal. Er trifft die ja gar nicht. Ja, Mini ist in Gefahr. Super. So eine Scheiße. Mann, verpisst euch. So, Level Up für Sora, Magiekraft und Anti-Disruptor gelernt. So, Vita. Blöder, dass ich das auf Mini nicht auch zaubern kann. Warum habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt nicht schaffen werde, hä? Huh? Das ist einfach so, obwohl so viele sind es ja gar nicht mehr, das sind die letzten hier. Annette, stirb doch mal! Mann, ich treffe die auch gar nicht. Missgeburten. So, und das letzte. Komm, stirb. Ja. So, los, komm. This way. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Hoffentlich kommen jetzt nicht noch welche. Bitte. Lass das alle gewesen sein. Na los, komm. Beeil dich, Mini. Break. Huh?
Wow! The room below is called the Hall of the Cornerstone. Our castle has always been safe from worlds that are evil, thanks to the Cornerstone of Light, which we keep down there. The Cornerstone of Light? This is the castle's cherished cornerstone. Oh, but look! The thorns, they must be the work of someone very evil. I wonder what this could mean. Huh? Magnificent! No way! Well, well, well. What have we here? If it isn't the wretched Keyblade Holder and his pitiful lackeys. Now you're gonna deal with me! All in good time. I promise you'll be able to partake of my vengeance, but you must be patient. Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiant as always. I'm here on a property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. You'd better stop right now if you know what's good for you. Ooh, how frightening. Very well, I'll stop. Just as soon as the castle belongs to me. What a hag! Nothing like this has ever happened before. I looked through all the records in the library, but I couldn't find a single clue. Oh! Huh? We should go ask somebody who knows lots of stuff that ain't in any book. Merlin the Wizard! Yes, that's perfect! Merlin just might know something about this mess. Let's ask his advice. We saw him in Hollow Bastion, right? Yeah, let's go. Gefährten wurden ausgetauscht und da sind Donald und Goofy wieder dabei. So, Abilities. Sora hat wieder was Neues gelernt und zwar Autorufen. Setzt das Situationskommando auf der entsprechenden Seite der Kommandos automatisch auf Rufen, wenn ein Gefährte K.O. ist und falls das Rufen gerade möglich ist. Okay. Naja, und sonst noch genau der Anti-Disruptor. Das Wirken von Vita auf sich selbst wird nicht unterbrochen, wird man attackiert. Na, das ist sehr praktisch, aber Moment, habe ich nicht eigentlich? Ich glaube, ich habe sogar eine Ability-Termin doch bekommen gehabt letztens. Also, was heißt letztens? Vorhin eben irgendwie, Moment. Truhe? Ja, natürlich, das kann ich ja gleich mal verwenden. So, benutzen. Sora, bitteschön. Dann klappt es ja doch. Abilities, Sora. Autohelm von, wie gesagt, das lasse ich mal lieber. Das ist, glaube ich, eher nicht so cool, aber Anti-Disruptor ist auf jeden Fall super praktisch. Das heißt, wenn ich mich heilen will, dann kann ich mich auch heilen, ohne dass eben... Steht eh hier. Es wird nicht unterbrochen, wenn ich angegriffen werde. So, die Halle des Ecksteins. Und Leute, ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment, um den Part zu beenden. Weil ich keine Ahnung habe, was hier noch abgehen wird, wenn ich mich jetzt diesem Ding da nähere. Und deswegen, ja, gut, wir sind eh vollgeheilt. Ich werde es noch offscreen speichern und im nächsten Part werden wir mal sehen, ob wir irgendetwas mit diesem Eckstein machen können oder nicht. Oder was auch immer da noch mit Malefiz passieren wird, werden wir ja dann sehen. Danke jedenfalls wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ciao, Leute!